Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Destroy All Humans. So, wir sollen den Datenkern einsammeln. Dann machen wir das doch mal. Was ist das? Okay, Gastrogeschütz. Drücke, setze Gastro ein, um vollautomatische Killer drohen. Okay. Spare Munition, indem du Gastro für dich schießen lässt. Befehle Gastro, sein Feuer zu konzentrieren. Verschleudere Munition, um töte Feinde noch schneller. Jawohl. Aus dem Weg, du Idiot! Was habe ich verpasst? Ich war auf dem Scheißhaus. Das hast du dir selber zuzuschreiben. Ich kann dir nicht... Feuer frei! Ich töte dich. Okay, cool. Verdammt! Mega cool. So, dann gib Gas. Bleib draußen. Meine vollautomatische Drohne. Du bist ein lausiger Schütze. Oh, ich hab kein Gastrogeschütz mehr. Na, mach ich euch so platt. So. Erkunde die Gegner. Okay. Aha. Blecha-Muha, Premierminister Melenkov. Es tut mir leid, dass ich nicht persönlich bei Ihnen sein kann. Leider bedeutet die minimale Wahrscheinlichkeit eines Unfalls bei diesen Experimenten, dass ich einen Sicherheitsabstand einhalten muss. Mit Heisenbergs Worten, ich spiele nur damit rum. Experimente? Wovon reden Sie denn da? Ich bin so froh, dass Sie das fragen. Wir haben eine aufklärende Multimedia-Präsentation für genau diesen Zweck vorbereitet. Das hier ist Koshira. Sie ist Single, Sternzeichen Fische und macht über den Sommer ein Praktikum für Studienpunkte in der illegalen KGB-Basis hier in Takoshima. Wie jede gute Sowjetarbeiterin war sie nur zu froh, sich für ein streng geheimes Experiment freiwillig zu melden. Mit Drehen des Griffs beginnt nun das Experiment. Sehen Sie nun, wie das moderne Wunder der Quantenstrahlung Koshira verwandelt und ihr größtes Potenzial entfesselt. Gojira! Ich liebe diesen Film. Ich habe ihn sicher schon 100 Mal gesehen. Leider werdet ihr beide ihn nie wiedersehen. Warum? Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Die Basis wird sich nun selbst zerstören. Wir brauchen diese Datenbänder, Weltraummann. Ich hole sie und wir treffen uns draußen. Was? Keinen Kuss? Nein, Krypto, heute kriegst du keinen Kuss. So. Diese Basis wird sich in einer Minute und 30 Sekunden selbst zerstören. Dies ist keine Übung. Bitte verlassen Sie die Anlage auf ruhige und respektvolle Weise. Krypto, ich bin aus dem Vulkan raus. Geht es dir gut? Super, trotz deines Genossen Milenkov. Willst du mir erklären, warum der Anführer der Sowjetunion gerade versucht hat, uns in takushimisches Grillgut zu verwandeln? Ich wünschte, das könnte ich. Ich habe dir gesagt, dass im Kreml was im Argen liegt. Aber ich hätte im Traum nicht daran gedacht, dass es so weit hochreichen würde. Das ist ganz schlecht, Krypto. Hey, Zuckerschnute! Unter Druck werden... Diamanten gepresst.
Heldenhaft. Mission erfüllt. Mit allen Bonus. Neue Art der vulkanischen Eruption entdeckt. Wissenschaftler stehen nach jüngster Eruption des Berges Saigyu-Ki vor Rätsel. Mhm. Und wir könnten einmal kurz das Raumschiff rufen. Und einmal in den Boxmarkt gehen. Wollen wir mal gucken. Gastro kann länger eingesetzt werden. Gastro feuert häufiger auf seine Feinde. Gastro feuert auch Ionendetonator-Granaten auf feindliche Truppen ab. Erhöht die Munitionskapazität von Gastro-Geschütz. Senkt die Verzögerung von dem Abfeuern. Fügt Desintegrationsstrahl zum Arsenal hinzu. Gastro-Waffe wird mit Desintegrator-Ersatzteilen verbessert, was ihre Kraft erhöht und ihre Opfer verbrennt. Oh. Schönes Zeug. Wir haben momentan die Photonenladung maximal. Na, Schild. Da könnten wir den blauen noch rausnehmen. Was hatte ich hier noch? Zerschmettert Hindernisse. Ja, wir kriegen Angriffe nicht mehr unterbrochen. Eigentlich möchte ich den gerne noch drinnen behalten. Und hier war das nur das Schild explodiert, ne? Machen wir hier mal raus. Mal hier nur die ersten zwei rein. Mal einen blauen. So, hier. Feuert mit jedem Schuss zwei Sekundärgeschosse im Winkel ab. Gut, machen wir mal hier raus. So. Also bei Analsonden auf jeden Fall. Hier nehmen wir dann auch nochmal raus. Dann gucken wir mal. Deswegen werde ich nicht ganz voll kriegen. Dafür brauchen wir noch ein paar Nebenquesten. Deswegen nehme ich das jetzt hier nochmal raus, auch wenn es schade ist. Aber das Gastro-Geschütz, das hört sich schon geil an. So. Machen wir nochmal so und so. Gut. Hat auch ein bisschen besser gepasst. Gut, dann gucken wir erstmal nicht, dass wir noch eine Nebenquest haben. Na doch, eine haben wir, aber die zählt gerade nicht. Und dann schauen wir mal. Ich habe 6-mal das Gastro geschützt. Und das jetzt voll aufgeladen. Hey, Poxy! Haben sie dich endlich aus dem Geisha-Haus rausgeschmissen? Hast du rausgefunden, wo das riesige Monster hin ist? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich fange ein Signal aus dem Ozean im Süden auf. Ja? Was für ein Signal? Eine Strahlungssignatur, die in Gammawellen aus dem Gehirn der gequälten Kreatur austritt. Gequält? Ja, es ist, als würde das Monster rufen, töte mich, töte mich! Das muss das Erbärmlichste sein, was ich jemals gehört habe. Hör mal, Poxy, erklär mir diese Monstersache. Die Ivans können nicht mal eine vernünftige Armbanduhr bauen. Wie zur Hölle haben sie etwas entwickeln können, das eine Sommerpraktikantin in das verwandelt? Ich habe das auch schon herauszufinden versucht und ich komme immer zur selben Schlussfolgerung. Sie haben es nicht gebaut. Was willst du damit andeuten? Ich bin mir nicht sicher, aber hier ist mehr als nur guter alter russischer Bastelwille am Werk. Was du nicht sagst. Diese Leute haben den Antrieb einer Kifferhauptversammlung. Also, willst du, dass ich diese Monstrosität aufspüre und ihr den Gnadenschuss gebe?
Eigentlich will ich, dass du ihre Gedanken liest und den Ursprung der kognitiven Dissonanz herausfindest, damit wir ihr Hilfe besorgen können und ihr mit der Zeit Selbstvertrauen und Selbstachtung beibringen können. Was? Du nimmst mich doch auf den Arm! Natürlich, du Mutation! Und jetzt zieh los und töte das Ding! Schon besser. Also fliege ich einfach aufs Meer hinaus, suche nach Blasen und folge denen dann? Bis das Monster zum Atmen hochkommt, ja. Und dann frackst du es. Ich liebe es, wenn du zylonisch sprichst. Okay, okay. Aber wie finde ich es? Muss ich echt? Du steigst in dein Raumschiff und fliegst zu dem Punkt, der auf deinem Radar markiert ist. Blasen auf dem Wasser sind ein gutes Anzeichen dafür, dass da ein Monster ist. Und was dann? Lass ich einfach ein paar Atombomben ins Wasser fallen und jag es hoch? Leider nein. Die Waffen deines Schiffs sind unter Wasser nutzlos. Du wirst dir was einfallen lassen müssen, um das Biest erstmal an die Oberfläche zu locken. Dann spielen wir ein bisschen Hau die Echse. Verstanden. Okay, dann spielen wir mal ein bisschen Hau die Echse. Betritt das Raumschiff. Gojira. Na, dann bin ich mal gespannt mit Hau die Echse. Na schön, Krypto. Folge der Spur aus Blasen. Ein Blubberbad. Kommt sofort. Aha. Die sind aber ein bisschen... Okay. Gut, die sind relativ leicht kaputt gemacht. Nee. Das Monster wird gleich die Küste erreichen. Schnallt euch an. Das wird eine holprige Tour. Das kann ich mir vorstellen. Mit einer Holoangel. Ne, gucken wir mal. Ich denke, ich werde das ein Aufpassen, ihre Zerstörungskräfte an ihre Fähigkeit zur Regeneration gekoppelt. Das ist sicher nicht gut für die Möbel. Wenn ein Boyfriend soll herkommen, dann werde ich bereuen, dass ich ihn traurig gemacht habe. Heute war mein Super-Happy-Fun-Tag. Bürger von Takoshima City! Unsere Wissenschaftler haben Proben des Speichels der Bestie und lassen Tests laufen, um eine Möglichkeit zu finden, indem sie Gebäude zerstört. Du musst sie aufhalten. Okay. Warum kriege ich einen Erklärbär-Dialog? Das ergibt keinen Sinn. Jedes Mal, dass Kutira ein Gebäude zerstört, erholt sich ihre Lebenskraft. Das ist doch eine Naturkatastrophe. Zerstöre die Häuser, bevor sie es kann. Oh klar, das ist fair. Riesige Echsenfrau darf sich einen neuen Oberschenkelknochen wachsen lassen, wenn sie was kaputt macht. Aber Krypto muss die Energie aus Fahrzeugen entziehen wie eine Heulsuse. Game Designer, echt mal. Mit dir auf Seiten der Sowjetunion wird der Krieg dem
Na gut, wir müssen vorher die Gebäude kaputt machen. Park, Fudel, verdammt! Was ist hier los, Pox? Je mehr das Ding zerstört, desto schneller regeneriert es. Dann töte es schneller. Töte du es doch schneller. Jedes Mal, wenn ich es zu Boden schicke, kommt es größer und fieser wieder hoch. Ihre Gesundheit erholt sich zu schnell. Du wirst schneller angreifen müssen, Krypto. Es muss irgendwo eine Schwachstelle haben. Finde die und dann hau richtig drauf. Bürger von Takashima City! Unsere Wissenschaftler haben Proben des Speichels der Welt. Mir sind meine Ninja-Gobis scheißegal. Ich mach mir Sorgen darum, den Arsch versohlt zu bekommen. Ja, ich wollte gerade irgendwo saugen. Oha. Zerstöre Gebäude, um eine Überladung zu verhindern. Aber wie? Meine Waffen machen halt nichts. Und auf mich schießen die natürlich, ne? So. Ja, heute war mein super happy Fun Tag. Mir mal irgendwo. So. Ich muss einfach nur auf die Gebäude angreifen, die es angreift. Oder die es angreifen möchte. So. Okay. Die als nächstes. Gut, mehr habe ich davon nicht. Das heißt, den Rest muss ich so schaffen. Das Problem ist meine Ladung hier. So, das nächste ist irgendwo da hinten. Ach, der Eiffelturm. Verdammt! Ich war gerade mit dem Hausputz fertig. Krypto, es sieht so aus, als würden die Waffen an deinem Schiff nicht alle Schwachstellen des Monsters treffen können. Geh runter zum Boden und greif es von unten an. Okay. Von dem Ding ab. Wir brauchen einen neuen. Ich hoffe mal, ich hab das so geschafft. Kujira ist auf unserer Seite, ja, ja. Mega Kujira Wutangriff! Kujira Gebäudeangriff! Lassen Sie mich das machen. Wir jagen uns doch sonst noch beide in die Luft. Niemand kommt auf einem Fischerdorf in meiner Heimatstadt. Auf den Weg! Rakete unterwegs! Soll zum Tod sterben! Ah, ich hänge fest. Bist du eine Kuh? Stirb, du übergroßer Echsenaffe! Super Happy Explosionszeit! Okay, das waren alle. Na denn?
ein bisschen hell hier. Bürger von Kakoshima City! Unsere Wissenschaftler haben Proben des Speichels der Bestie und lassen Tests laufen, um eine Möglichkeit zu finden, es zu töten! Na komm. Gut. Kuchira Mam. Wo ist der Reißverschluss am Rücken? Oh Mann, das macht meine ganze Alter Schwede. Mal ganz ehrlich, du sexy Ding. So. Ich dachte, das hier wäre Destroyer. So. Ich kann kein klares Schussfeld kriegen. Genosse Kojira, ich glaube, du hast was gesehen. Oh, jetzt stirb doch endlich mal! Alter, das ist auch mega blinkt, das Missfiel. Holla! Ich wette, du bist im Bett ein ganz wildes Ding, was, Kätzchen? Na, komm schon! Bürger von Kakoshima City! Unsere Wissenschaftler haben Proben des Speichels der Bestie und lassen Tests laufen, um eine Möglichkeit zu finden, es zu töten. Mighty Morphin! Wow. Was für eine Riesenschnitte. Aber am Ende fallen die alle. So, ist jetzt Ende oder muss ich jetzt hier noch weitermachen? Ah. Sie sterben alle gleich. Okay, das war ein bisschen anders. Blacha Moja, was hast du dem armen Mädchen angetan? Na, also, es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich weiß nicht mal, wonach es aussieht. Vergiss es, wir haben keine Zeit. Also, ich habe gerade eine Nachricht von Sergei erhalten, meinem Kontakt im KGB. Er sagt, sie bauen Projekt Solaris auf einer sowjetischen Basis in Sibirien. Der Name der Stadt ist Tunguska. Ein bisschen abgelegen. Ernsthaft? Und ich dachte, in Russland wäre alles nur 20 Minuten voneinander entfernt? Die Uhr tickt, Süße. Das arme Mädchen. Gut, Mission erfüllt. Oh, was haben wir nicht? Vermeide kritische Überladungslevel. Okay, dann müssen wir das nochmal wiederholen. Aber dafür brauchen wir ja das Schiff. Beliebte Maskottchen, Berg Seiyuki ist out, Kojira ist in. Okay, gut, aber machen wir hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.